Erlach Faduka ist bei uns, vierjährig, unter Susanna Mikova. Ja, Erlach Faduka ist in diesem Jahr sein erstes Zuchtjahr. Er ist jetzt im Herbst letzten Jahres gekürt worden. Den haben wir auch ein bisschen länger Zeit gegeben, weil er auch zum Zeitpunkt, wo er 2,5 war, noch nicht genügend ausgereift. Aber ich glaube, hier ist auch wirklich ganz, ganz tolles, besonderes Pferd. Auch vom Kopf wieder. Also unglaublich, wie der schon mitarbeitet. Und ja, unser letzter Hengst heute von unseren Youngstern, wie wir sie auch beworben haben. Und was halt besonders ist, dass wir diese Hengste zu besonders züchterfreundlichen Konditionen anbieten. Zum einmal 300 Euro Besamungstaxe und dann 400 Euro erst bei lebendigen Fohlen. Ui, da macht er mal einen Satz. Der Saal aber hat ja absolute Ausnahme-Springpferde gemacht und er selber hat ja mit 3-4 Reitern auf der ganzen Welt große Preise, Nationenpreise gewonnen, in Calgary Weltcup-Springen gewonnen. Und ich erinnere mich an eine Geschichte auf dem Turnier bei meinem Freund Jörg Newe vor, ich weiß nicht, 10 Jahren. Auf einem wirklich nicht so einfachen Naturplatz in Großwittensee kam Laura Kraut, Freundin des Hauses, dort am Sonntag zum Turnier und die setzte sich auf diesen Hengst Katoki und ritt mit dem war so ein 3-Sterne-Grand Prix ohne Fehler, als wenn sie das Pferd schon 2 Jahre unter dem Sattel hat. Das war unglaublich beeindruckend, wie der das gemacht hat. Und der hat ja bis zum Ende wirklich noch Leistung auf allerhöchstem Niveau gezeigt und abgeliefert. Unglaublich, wie der die Art von dem Vater hat. Sehr gut, Susanna. Ja, da freuen wir uns schon drauf, dieses Jahr mit denen auf die Turniere zu gehen, mit ihm und Covaliero.